Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. Willkommen bei Carvice. Mein Name ist Kamal Afse. Heute haben wir einen der spannendsten Duelle, die wir je hatten. Porsche GT3 RS gegen den Carrera GTS. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Video findet. Gehen wir nochmal ins Replay rein, was ist genau passiert. Den Start erwischen beide eigentlich sehr gut. Aber immer noch die gleiche Höhe, GT3S hält sehr gut mit und jetzt zieht der Carrera GTS davon und entscheidet das Rennen doch für sich. Start ist unfassbar gut vom Carrera GTS und somit hat der GT3S auch gar keine Chance bei diesem zweiten Triple-S. Ja, ich muss ehrlich sagen, der Carrera GTS ist ein unfassbarer Wagen. Launch hat 100% gepackt, GT3S bei der ersten Runde mitgehalten, jetzt in der zweiten nicht. Allerdings sind das zwei wirklich unfassbare Autos. Wir gehen jetzt rüber zum Rolly 50 und da wird es bestimmt nochmal wieder ganz interessant. So, gehen wir noch mal rein. Wir beide halten die 50 relativ gut. Also wir sind sehr gut auf eine Höhe. Starten exakt gleich, er kommt mir ein bisschen weiter weg, aber die Turbos kommen dann wieder zurück und die Führung geht dann doch wieder für den Carrera GTS. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Rennen, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr spannend. Ja, unfassbar. Unfassbar spannend gewesen. Beide Autos mega, mega nah an Perfektion, vielleicht sogar Perfektion. Ja, das war auf jeden Fall das Rennen Carrera GTS gegen den GT3S. Zwei unfassbare Autos. Am Ende sind dann doch die Turbos da, die das richten. Und ja, knapp 30 PS weniger hat der Carrera GTS, aber ich glaube, die Turbos streuen ja immer ein bisschen weit oder streuen weiter raus als angegeben und da machen die das wieder weg. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war wieder ein Rennen für euch.
Mein Name ist Kamal Afse. Abonniert diesen Kanal Car Race. Danke nochmal an meinen Sponsoren und bis bald.